habt ihr jetzt leider Gottes nicht gesehen. Da stand Chucklefish. Und damit hallo und herzlich willkommen, meine lieben Damen und Herren, zum ersten Late-Night-Let's Play. Ja, falls der ein oder andere heute früh zufälligerweise auf meinem Kanal unterwegs war, so 6 oder 8 Uhr, der hat gesehen, dass ich ein Good Morning Let's Play gestartet habe oder einen Slot eingeführt habe, besser gesagt, in meinem Upload-Plan. Und dasselbe gilt natürlich auch für Late Night. Denn, meine lieben Damen und Herren, was ich bis heute noch mache, was ich damals schon immer gerne gemacht habe und was ich heute auch noch jeden Abend mache, ist, ich mache mir YouTube an und schaue mir ein Let's Play an. Meistens von so Leuten wie Gronkh, manchmal auch von anderen Leuten, aber wie gesagt, oftmals doch eigentlich Gronkh, weil er auch so einer der wenigen Let's Player ist, die wirklich noch aktiv Let's Plays machen. Und was ich da sehr, sehr gerne schaue, ist tatsächlich Starbound. Und ich habe mir jetzt gedacht, eigentlich hatte ich tatsächlich überlegt, Stardew Valley hätte ich Bock drauf. Habe mich aber dagegen entschieden, weil da noch im Hinterkopf bei mir was geplant ist mit Stardew Valley. Wo ich halt eben jetzt erstmal nochmal abklären wollte, findet das vielleicht in näherer Zukunft statt? Ja, nein, vielleicht. Und wenn, dann wollte ich das jetzt nicht zeitgleich hier auf dem Mr. High Games Kanal als Let's Play haben. Und deswegen habe ich mir überlegt, mache ich halt Starbound, weil es ein schönes kleines Spiel, wo man ein bisschen rumlabern kann, wo man ein bisschen rumblödeln kann. Und ja, was ich halt selbst nie so hundertprozentig mal so aktiv gespielt habe. Und deswegen finde ich das eigentlich mal ganz schön, das einfach mal zu machen. Einfach mal zu gucken, was dabei rauskommt. Jetzt. Und wir haben hier verschiedene Spezien. In spite of their long. Warum ist es eigentlich auf Englisch? Gibt es das Spiel nicht auf Deutsch? Also ohne das jetzt. Ich muss es jetzt nicht auf Deutsch haben. Ich brauche es nicht auf Deutsch. Ich brauche es nicht auf Deutsch. Aber es sieht so aus, als gäbe es das auch nicht auf Deutsch. Ich google einmal ganz kurz im Hintergrund. Verzeiht mir das. Ich möchte es halt nur wissen, weil das dann manchmal schon ein ganz klein bisschen hilfreich sein kann. Starbound auf Deutsch. Es gibt einen Mod. Einen Mod würde ich jetzt aber nicht. Würde ich jetzt nicht installieren. Das sind alles Einträge von 2016. Ich raste aus. Ach Gott, Leute, das ist so lang her. Das ist so bescheuert, aber okay. Gut. Delete. Und ich würde hier mal dann ganz kurz gucken, wen haben wir denn hier? In spite of their long and turbulent history, humans tend to possess a light-hearted and optimistic outlook towards life and the universe. Humanity set about forming a society that would unite the people of the universe. The bla bla bla. Das Terrene Protectorate. Okay, cool. Also wir wollen im Endeffekt ein Protektorat aufbauen, eine Vereinigung, eine EU. Eine EU der Universen wollen die Menschen aufbauen. Avians are a race of colorful bird folk. Das Wort kenne ich gar nicht. Sind ja Vögel. Whose tribal culture revolves around the worship of Kluex. Oh, das ist aber. Kritisch. The winged god of the Aether. Their soldiers are trained from birth to be fierce warriors who will protect their temples at any cost. Dann das hier, a race of highly intelligent primates. Sind eigentlich ja Menschen, aber okay. For millennia,
The Apex were close to humans in appearance until a scientific breakthrough allowed them to trade physical devolution for intellectual evolution. Ah, okay, also die sind physisch gesehen sind sie wieder zurückgegangen zu dieser, ich sag mal, Affenform, sind aber dafür bedeutend intelligenter. Ich weiß nicht, was, also es wird keinen Unterschied machen, welche Art von Charakter wir hier nehmen, aber ich will es trotzdem einmal ganz kurz vorlesen. Deswegen machen wir heute auch vielleicht machen wir heute Folge 00 da draus. Machen wir heute Folge 00 wieder draus und dann machen wir morgen, ach, lustig. Guck mal hier. Teilweise haben die verschiedene Symbole für Männlein und Weiblein. Und da freue ich mich gleich schon drauf. Das ist ein Roboter, das ist herrlich. Das ist ja schön. Don't be fooled by their peaceful appearance. Florans are known throughout the universe to be aggressive. Carnivores, hunters. Not particularly inventive on their own. They are fond of stealing and adapting technology from people they've attacked. Also im Endeffekt so ein bisschen so, ja, die greifen andere Leute an und nehmen die Entwicklungen von denen einfach, übernehmen sie einfach. Ein bisschen, wie heißt es denn, so Wanderheuschrecken im Endeffekt, so ein bisschen so. Also nicht ganz, ne, Wanderheuschrecken nehmen keine Technologien auf von anderen Kulturen, aber die wandern, also die, ich stelle mir das hier so als so ein Volk vor, was halt weiter wandert, einfach andere Völker angreift und dort dann halt eben alles ausbeutet, was die haben. Und gar nicht so wirklich sesshaft wird. The peaceful Hyloti plays great value on ancestral tradition and take great comfort in the arts. Originally dwelling on land, their passive nature made them easy prey for the Florans, and they were driven beneath the waves where they now thrive. Also okay, so ein Unterwasservolk im Endeffekt, was von den Florans scheinbar verdrängt wurde. The glitch were built in order to simulate a civilization. A fault in their programming caused them to become stuck early in the simulation, and to this day they are unable to shake their medieval values and beliefs. Also ein bisschen zurückgeblieben, also zurückgebliebene Roboter. Das ist natürlich auch geil. Das ist ja auch herrlich, wenn man einfach nur so zwei so Pünktchen da dran malt. Ach, herrlich. Schön. Okay, klasse. The Novakids oder Novakids are a mysterious race of interstellar gas bag people. Also Gastypen sind das im Endeffekt. They have no charted settlements and no documented history. They are volatile beings untroubled by the past. No one knows what they are made of. Much less where they come from. Im Endeffekt wissen wir über die wenig. Okay, interessant. Ich würde ganz klassisch mit dem Menschen gehen, weil ich mich halt eben auch, ich fühle mich als Mensch. Ich weiß gerade nur, das ist weiblich, das ist männlich. Es sieht beides, finde ich, so ein bisschen weiblich aus irgendwie, aber okay. Ist nicht dramatisch. So, ich bin eher so ein typisches Weißbrot. Oh ja, den Han Solo-Look. Den finde ich gut. Ja, eigentlich noch ganz gerne ein Bart. So eine Frisur und ein Bart. Damit kann ich mich anfreunden. Also Shirt würde ich so lassen oder die Klamotte würde ich so lassen. Legwear würde ich ganz gerne einmal ändern. Sieht aber auch irgendwie ein bisschen komisch aus, wie der da steht. Habe ich so das Gefühl. Lass einfach so. Also Shirt Color. Oh ja. Underwear. Okay.
In der Hoffnung, dass das funktioniert. Hair Color möchte ich noch ganz gerne ein bisschen ändern. Die möchte ich ganz gerne so eher so ein Bräun. Da war es schon. Das würde ich so lassen. Das passt. Legwear. Noch auf eine dunklere Farbe. Ja, so. Personality. Okay, das ist wie ich stehe. Ja. 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 Ja, so stehe ich. Im Normalfall. Das ist richtig. Ich nenne mich mal Magnus. In der Hoffnung, dass wir vielleicht auch Tiere bekommen können, die wir dann Bernd nennen. Oder welches wir dann Bernd nennen können. Ich meine, es gab Tiere, ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Survival. Eat to survive, drop items on death. Casual? No need to no death penalty. Nee, dann lieber Survival. Dann auf jeden Fall. Also Hardcore auf gar keinen Fall. Das bloß nicht, habe ich keine Lust drauf, aber. Das ist vermutlich Permadeath, ne? Naja. Dann nein. Auf gar keinen Fall. Dann ganz normal Survival und wir fangen an. Wir fangen an. Jetzt weiß ich nicht, inwieweit wir jetzt ein Tutorial haben. Also wir haben ein Tutorial. Das würde ich dann jetzt auch noch in diese Folge reinpacken. Zumindest so teilweise. Wake up. You have overslept. Oh. Was ich verschlafen, das gibt's doch nicht. To interact with nearby with a nearby person, door or other object, you should hover over it with your cursor and press E. E. Your uniform is available to collect from your personal locker. It's quite impressive that you can remain to so serene. Okay, ich weiß nicht, was da noch stand. Das ist etwas deprimierend jetzt. Okay. Klamotten. Ich ziehe sie einfach mal an. Oh, 20 Pixel. Gradation Flyer. Nehmen wir noch mit. Ich nehme auch noch meine beiden Klamotten hier mit. Wunderbar. Perfekt. Gut, auch. Hey Magnus, have a moment to chat. Natürlich. Soon you'll be a real protector with your very own meta manipulator. I hear that those meta manipulators can disassemble all kinds of materials. Ja. If you get assigned to some distant world, don't forget you'll always have friends. Das ist ein bisschen schnell, Leute. Soon you'll be a really must be exciting. I hear the blah 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 blah. Bla 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 bla. All here on Earth. Okay, wir haben immer Freunde auf der Erde. Off to a bit of late start, aren't you, Mark? Ja. Ich bin ein bisschen spät dran. Ich weiß. Guten Tag. Welcome to the Terrene Protectorate. Talk to your. Talk. Okay, press E. Nice. Q will let you drop items you are holding. Okay. N toggle scan. The info booth lady always has a useful tip. Okay, nice. Okay. The vending machine swallowed my pixels. Could this day get any worse? Nehme ich mal an. Ich krieg das jetzt nur nicht mehr ausgewählt. Oder weggewählt. Okay, mit N war das. Nicht mit M. Sollte man vielleicht auch noch die richtige Taste drücken. Ich kann nur nicht sprinten. Habe ich so das Gefühl. Zumindest sprinte ich nicht. Hallo. Weary every day. More pedals to sweep. Okay. Frustrated that they have me sweeping the bridge every hour like I'm a machine or something. Oder was weiß ich. Mann, oh Mann, das ist sehr schnell, wie die hier quatschen. Guten Tag. Schön. Schön sieht's hier aus. So. You're really cutting it close, Magnus. Please hurry inside before the ceremony starts. Bin ja schon da. Bin ja da. Soll ich einfach hoch? Okay, ich gehe einfach hoch. Pump. Licht. My fellow protectors, today we come together to witness the protectorate grow.
For over 500 years we have stood proud here on Earth, drawing together races of all kinds in the name of peace. Our task to protect our fellow beings, to support, house and educate those that seek our aid and to foster accord between schieß mich tot. Meine Güte, lest es euch vielleicht selber durch. Today in the same name of peace we will now bla 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 bla. Neue Leute hier. The Meta Manipulator. Was war das denn? Oh. Oh. It's not safe to remain here. Please take the Meta Manipulator. You must proceed to the shuttle pad. Ja, mach ich. Nehme ich. Meta Manipulator. Obtained. Nice, danke. Gott, oh Gott, oh Gott. Was ist denn hier passiert? Okay, die Ceiling ist kaputt. Wir müssen eher um den Manipulator zu bekommen. Der baut das so schnell ab, Leute. Guckt euch an, wie schnell wir hier die Erde wegkloppen. Unglaublich. Es ist jetzt sehr actionreich für so ein abendliches Let's Play. Hätte ich das gewusst. Achso, habe ich doch. Bin ich doch schon. Oh. Flooded. Okay, also wir sollen hier mit der Spacebar kommen wir hier hoch, also springen. Oh. Ja. Also, okay, Crouch und Spacebar, okay. Ich pinkel den einfach an. Ich pinkel dieses gefährliche Tier, pinkel ich einfach an. Das sollte funktionieren. Ja, meine Damen und Herren, das ist natürlich wirklich, wir machen ein ganz entspanntes Let's Play. Achso, mit E. Da bekommen wir noch ein bisschen was. Und Broken Broadsword. Wo packe ich? Da packe ich es. Okay. Wieder E. Gehen wir das mal da rein. Nee, nee. Ach, egal. Ist egal. Oh. Oh, ach so, der Bipod. Oder wir sind jetzt in dem Escape-Pod. Scheinbar. Oh. Starbound. Oh. Please reboot the system. Was zur Hölle? Reboot process remains uninitiated. Rebooting. I am Sail, your ship-based artificial intelligence letters, blah blah blah. I'm also programmed to offer you information and advice. Earth was attacked by an unknown force and was subsensible, blah blah blah, annihilated. The ship's navigation systems were damaged in our escape. Our location is currently unknown. Das ist gut. Oh Mann. Unser Schiff sieht auch stabil aus, würde ich behaupten. Freundlich ausgedrückt. Sehr, sehr freundlich ausgedrückt jetzt erstmal. Muss ich ganz ehrlich gerade mal kurz sagen, finde ich super nice, dass dieses Spiel hier so ein bisschen Tutorial hat. Aber meine lieben Damen und Herren, und ich glaube nämlich tatsächlich, so ein bisschen sind wir jetzt aus diesem Tutorial raus. Zumindest aus dem Story-Teil des Tutorials, nenne ich es jetzt mal. Deswegen gehe ich davon aus, dass ich hier mit gutem Gewissen jetzt sagen kann, meine lieben Damen und Herren, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Starbound.
Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei dieser Folge, auch wenn sie heute ein bisschen actionreicher dann war als erwartet. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal dann wieder ein. Und ja, bis dann. Tschüss.